Zurück bei Always the Underworld. Oder Always nochmal, wie auch immer. Ich habe nachgeschaut, wie es hier weitergeht, weil ich einfach keine Motivation mehr hatte, das nochmal 10-mal zu probieren. Cool, lief gut. Also müssen Sie erst den Hebel betätigen und der macht da hinten die Wand auf und da ist dann noch ein Hebel. Das ist, da kommt man halt auch zufällig drauf oder eben nicht. Problem ist, wie schaffen wir es hier raus, ohne dass sie uns gleich he macht? Ich kann der Pier in Close Distance, sie ist immer direkt neben mir. Was versteht ihr unter Distance? Scheiß, ganz ehrlich. Ist auch nach dem 18. Mal nicht mehr besonders gruselig. Toll. Woher weiß ich denn, wo die ist? Freunde, ich weiß nicht, was das soll. Hä, es ist zum Kotzen, sowas. Ich hasse das. Ich weiß nicht, ob das nur eine ist. Die taucht aber ja hier mehr an Stellen auf. Hier, das können wir nämlich aufmachen zum Beispiel. Ach, guck mal, da ist jetzt auch. Warum auch immer sie jetzt abgehauen ist. Aufgehauen. Wo kamen die denn jetzt her? Oh Mann, ey. Ich verstehe das System von dir nicht. Ich verstehe es nicht. Entschuldigung, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin auch ein Depp, soll ich es von Anfang an machen sollen. Überleben wir es? Gerade so. So, jetzt müssen wir schnell zurück. Ah, jetzt zeigt uns das sogar netterweise an, wie lange wir noch Zeit haben. Stimmt, die jetzt einfach später machen müssen, das war jetzt nicht so schlau. Ah, wir haben es geschafft. Bitte lass es den letzten Abschnitt so gewesen sein. Und nicht noch so weitermachen. Dieses Spiel macht ja gern so Sachen mehrmals. Was? Show or hide? Ist das eine Karte? Ach nee, es gibt auch das noch. Ich dachte, jetzt seid ihr wenigstens weg. Och, ist das ätzend. Och Mann. Ey. Ich laufe jetzt erstmal alles hier ab, damit ich die ganze Karte sehe. So.
Ja, dieses Spiel liebt es, irgendwelche Sachen, die irgendwie dieses Mal gemacht hat, mehrmals zu machen. Genauso wie mit dem Fetten vor ein paar Folgen. So, hier ist eine Tür. So, hier ist zu. Einen Weg haben wir noch. Das ist vermutlich der Ausgang. So, wir haben da unten einen Hebel. Reicht nicht. Das ist auch gar nicht das hier, hä? Das war's nicht. Da geht's erst am Ende raus, vermute ich. War das das hier? Oder sind wir da nicht hergekommen? Hä? Ich blick das nicht. Es gibt doch hier gar keinen Weg. Ich finde das Tor gar nicht, wo es hier weitergehen soll. Oh, sag mir nicht, es gibt ein unsichtbares Ding, das man nur sieht, wenn man im Flashback drin ist. Bitte nicht. Ich check das mal. Also wisst ihr so, dass die Map sozusagen größer ist in den Flashback drin. Würde ja zu dem Spiel passen. Ich habe gerade so die Hoffnung, dass es nicht so ist. Wobei das hier könnte sein, hier zum Beispiel. Nö. Ach hey. Manchmal verschwindet sie auch kurz vor allem, es ist... So, das hier... Ja. Entschuldigung, aber das ist ein Scheiß. Puh, nee. Ja, logisch. Ist klar. Echt gleich wieder nach. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keine Lust mehr einfach. Wahrscheinlich ist irgendwo noch ein Hebel versteckt. Irgendwo ist ein Hebel. Das ist unfassbar. Ich habe es gerade nachgeguckt. Ich wollte eigentlich nur kurz gucken, wie wir in dieser Szene hier weiterkommen, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte zu suchen. Aber was ich da jetzt gerade gesehen habe, wie es danach weitergeht, ich war echt kurz davor, das Spiel abzubrechen. So, jetzt müssen wir hier kurz orientieren. Denn, ich kann es euch jetzt versprechen, das restliche Spiel wird nur noch das hier sein. So bitter es klingt. So. Das hier ist jetzt nicht so schwer, wie ich mir das gerade eingeredet habe, das gebe ich zu. Da habe ich bloß immer gerade in die falsche Richtung geguckt. Wenn wir einfach rechts gucken, geht es hier durch. Zack, so. Jetzt sind wir hier in einem wunderbaren neuen Abschnitt.
den wir jetzt erstmal auch wieder ausleuchten. Alle Wege finden. Gewöhnt euch dran, das wird noch, das wird nicht das letzte Mal in diesem Spiel sein. Da ist der Hebel. Wenigstens ist das Spiel so fair, die Hebel hier zu markieren. Muss man sich das schon mal nicht merken. So, und hier seht ihr schon, da ist auch irgendwas, man sieht es bloß nicht, nämlich ein unsichtbarer Hebel. Ach, guck mal, die ist auch gerade da. Ja, fuck you! Es ist so ein Dreck. Ganz ehrlich, zwischendurch dachte ich ja echt, das Spiel ist vielleicht doch gar nicht so übel, aber so. Jetzt ist er wieder zu. Och komm, ihr seid das solche Fucker. Setz mich doch wenigstens dahin, wo ich schon war, verdammt nochmal. Also mit einem guten Spiel hat das eigentlich nichts zu tun. Tut mir leid. Wir erforschen jetzt erst nochmal da den Rest. Die Grundidee ist ja gar nicht schlecht, aber es ist einfach so schlecht umgesetzt. Wo? Warum steht die immer verfickt nochmal direkt vor mir? Das ist. Leute! Mann, ey! Ich drehe hier echt gleich durch. So ein Dreck. Immer schön, dass man das auch alles nochmal machen muss. Keine Sorge, das ist nach der Karte nicht vorbei. Wir dürfen nochmal einen ganz neuen Abschnitt. Nochmal so eine Karte. Ist das nicht toll? Wird einem nie langweilig. Sieht der jetzt wieder genau da, wenn wir das anmachen, oder? Können wir eigentlich zuerst den anderen Hebel bedienen, oder geht das nicht? Wir haben ja auch einen sichtbaren. Okay, das geht auch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe wirklich den Sinn davon nicht. Das Ganze nochmal machen. Setz mich doch wenigstens, ich bin doch schon weiter. Das ist doch so ein Kack. Mann, ey. Scheiße, ich muss rennen. Alter, jetzt habe ich das schon verzockt. Ich bin so ein Depp. Also wir müssen beide Hebel aktivieren und diesen ersten, ich glaube, den unsichtbaren sozusagen, den man nur in dem Flashback sieht, der also hier irgendwo ist, den müssen wir zuerst machen. So, wenn ich jetzt hier mache, steht sie direkt neben mir, ne? Ja. Ja, ich entkomme ja wieder. Oh, guck mal, siehst du, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Wir haben den Hebel jedenfalls gedrückt. Sehen wir es als Erfolg. So. Gut, dass ich mir das alles schon angeguckt habe, sonst wäre ich jetzt wieder heillos verwirrt, ne? Ich bin auch so heillos verwirrt. Jetzt müssen wir nämlich genau da zurück, wo wir schon waren. Alter. Jetzt habe ich mal, dass der eine Hebel, der unsichtbar, trotzdem noch gedrückt ist.
10. Ja, ist er. So, wir sind zurück hier. Ich wäre jetzt hier völlig am Ende, wenn ich nicht nachgeguckt hätte, wie das alles geht. Das ist völlig undurchsichtig, meiner Meinung nach. So, jetzt geht's hier durch. Wer blickt ihr hier noch durch? Ich auch nicht. So. Neuer Abschnitt und jetzt kommt das wirklich Tolle an der Sache. Jetzt kriegen wir eine neue Karte. Dürfen das Ganze nochmal von vorne machen. Aber in einem viel größeren Bereich. Viel mehr spannende Sachen zu entdecken. Hinter jeder Ecke passiert was Neues. Das müssen wir einfach mal alles abgrasen, damit wir wissen, wo die Hebel sind. Aber keine Sorge, es wird gleich noch viel lustiger. So, hier ist ein... Ne, halt, hier geht's durch, ne? Ja, genau. Da müssen wir nachher durch. Aber es wird noch viel lustiger, keine Sorge. Das Witzige ist, ich weiß, ich habe ein Walkthrough angeguckt, daher weiß ich es von der Zeit her. Wenn wir das hier geschafft haben, ist das Spiel vorbei. Das ist das Letzte. Das ist so billige Spielzeitverlängerung. Das gibt's gar nicht. Sowas macht mich wütend bis zum geht nicht mehr. So, da ist ein Hebel. Killt sie mich jetzt eigentlich? Ja, sie killt mich. Cool. Ist das toll. Das macht einfach Spaß. Darf ich das nochmal von vorne machen? Das hat so Spaß gemacht. Bitte. Oh Mann, der hat sich das ja gemerkt. Das ist ja ätzend. Ich will das nochmal von vorne machen, bitte. Ich kann mich nicht erinnern, dass die ersten zwei Chapter solche Stellen hatten. Wirklich nicht. Zettel. In unserer kleinen Welt, auf unseren Knien, wir sitzen wir in der Ecke, fühlen unsere kleinen Hände, suchen nach Rissen, nach Auswegen. Wir können nicht schlafen, wir können nur unsere Umgebung wahrnehmen. Es ist, wie wenn uns die Luft zum Atmen ausgeht. Am Ende sind wir nichts als miserable Seelen, die in der großen und tragischen Ironie leben, leiden. Wir müssen leiden, um Leiden zu verhindern. Bis auf die Glücklichen, die ihren Schmerz akzeptieren und darauf beharren, weiß nicht. Das sind diejenigen, die in dieser neuen Welt überleben können und die wirkliche Umwandlung erleben. Keine Ahnung, was das jetzt sollte. Noch ein bisschen Story oder wie. So. Dann machen wir das hier auch noch kurz. Haben wir jetzt alles? Sieht so aus, ja. Ne, da geht's noch. Genau. Und wisst ihr, was jetzt das Tolle ist? Jetzt müssen wir diesen einen Schalter da umklappen. Und das Tolle ist, das reicht zeitlich nicht, wenn wir da normal hinlaufen, auch nicht, wenn wir rennen, sondern wir müssen durchgehend den Flashback anmachen, weil dann die Zeit langsamer vergeht. Auch da wäre ich vermutlich allein niemals drauf gekommen. So, das heißt bloß hoffen, dass jetzt gerade nicht zufällig hier lang läuft. Ach, guck mal. Ist ja nett. Ist das ein Dreck, ein Elendiger. Warum setze ich mich denn jetzt hier hin? Also, das ist so komisch. Ich würde es gerne mal kurz eins ausprobieren, bloß damit ich das, damit das mal kein Problem mehr ist. Wir aktivieren hier den Hebel und laufen dann so, so, so. Gleich die erste rechts. Ja, wir sind richtig gelaufen vorher. So. Naja, jetzt bin ich zu weit. Ja, hier runter.
Dann da rein. Dann hier. Ja, mal sehen, ob das klappt. Ich bezweifle es. Sie darf uns halt auch zufällig nicht über den Weg laufen. Ich habe es ehrlich gesagt auch noch nicht verstanden, ob man irgendwie sozusagen abschätzen kann, wann sie wo kommt. Das ist mir absolut unklar. Weißt du, wenn man wenigstens irgendwie hören würde, dass sie in der Nähe ist und weiß, jetzt darf ich den Flashback nicht anmachen, aber das ergibt keinerlei Sinn, meiner Meinung nach. Es ist so ein Scheißdreck, ein Elendiger. Ja, machen wir das halt noch 18 Millionen Mal. Wisst ihr, was das Tolle ist? Das ist nur die Hälfte dieser Karte. Wir dürfen das nachher auf der anderen Seite auch nochmal machen. Fun ohne Ende, würde ich sagen. Spielstars gleich 0. Das ist nicht mal eine Herausforderung in irgendeiner Weise. Das ist reine Glückssache. Ohne den Flashback schaffen wir das halt nicht so. Ich schätze einfach mal ab, dass sie hier irgendwo war. Ja, schade war's. War nah dran. Ja, wenn wir erstmal den Weg wieder zurücklaufen. Das ist klar. Guck, mit ganz viel Glück klappt's. Aber das klappt natürlich gleich sicher nicht nochmal so. Wer denkt sich so? Ganz ehrlich, das ist typisch. Hm, Freunde, ich habe festgestellt, unser Spiel ist zu kurz. Was machen wir? Ach komm, wir recyceln den letzten. Jetzt kommt sie gleich hier. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel. So ein. Mir fehlen echt die Worte. Es ist so ein Dreck. Ich hab echt keine Lust mehr. Wer programmiert so eine Scheiße? Wo bin ich? Ich bin falsch rumgelaufen, oder? Ja, bin falsch rumgelaufen. Alter! Fuck it! Das ist so ein. Ich dachte, ich hätte mich bei diesem Star Wars Force Unleashed-Scheiß damals mit dem Sternzerstörer aufgeregt. So, wir machen jetzt Folgendes, weil ich keine Lust mehr habe. Ja. Wir machen jetzt hier einen Schnitt. Und ich hänge dann, und ich spiele, ich mache das dann irgendwann, wenn ich mal vielleicht Lust habe, das nochmal zu probieren. Und dann schneide ich einfach am Ende nochmal das dran, was vielleicht kommt, wenn man das dann geschafft hat. Gell? Sonst zerstöre ich jetzt hier demnächst irgendwas. Also, bis gleich, tschüss! So, da bin ich wieder, habe mich abgeregt und drüber geschlafen. Ihr seht ja, es ist jetzt deutlich heller, denn es ist mitten am Tag. Ja. Mich gestern Nacht etwas sehr aufgeregt, als das nicht funktioniert hat. Ist aber auch ein Scheiß. Ich habe es jetzt gerade gespielt und letztendlich geschafft, aber es hat wieder viele, viele Versuche gedauert, bis ich da mal durchgekommen bin. Aber ich habe das System ein bisschen verstanden. Aber ist egal. Wie gesagt, es gab nichts anderes als das, was ihr schon in zig Versuchen gesehen habt. Das habe ich genau zweimal gemacht. Und was jetzt kommt, weiß ich nicht.
mal schnell durch, bevor wir zerquetscht werden, das wäre doof. Oh ne, die gehen wohl gar nicht mehr zu. Ah doch, jetzt. Oh nein, eine schöne Flashback-Uhr. Muss ich rennen? Ich muss rennen. Also die alte geht mir von allen Gegnern in diesem Spiel am meisten auf den Sack. Ich werde schon gut verstehen, warum. Ich habe das hier übrigens noch nicht gespielt. Es ist bloß nicht wirklich schwer. Das sagte er und starb. Ich weiß, ich habe den Nebel verpasst. Das ist nicht ganz so schnell erzählen. Ach komm! Den ganzen Scheiß nochmal machen, oder? Oh, dieses Spiel kotzt mich an. Ja, was soll ich machen? Ich muss die Drecksknöpfe drücken. Ja, genau, in die Richtung ist schon gut. Oh nee. Schon lange mir so auf ein Ende von dem Spiel gefreut. Hier ist jetzt der Hebel irgendwann mal bis in der Ecke. Ja. Nein, das war der. Ist ja schon wieder zu dicht hinter uns, dass ich die beiden Knöpfe rechtzeitig gedrückt kriege. Achso, es reicht. Aha. Oh, ist er tot? Oh, ist er zerquetscht worden? Alles zerstört. Oh. Ah, guck mal. Sehr schlau, da hochzugehen. Ja klar, noch weiter runter. Tolle Idee. Ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Ich habe das Mikro nicht so hoch stehen wie sonst immer. Deswegen neige ich auch dazu, ein bisschen runterzugehen. Ja komm, wir haben es geschafft. Das war Chapter 3. Es gibt noch Chapter 4. Nee. Ach, Gott sei Dank jetzt noch nicht. Ich habe es extra nachgeguckt. So, völlig komisches Ende. Aber genauso wie die anderen. So, das war Doorways, die Underworld. Ich freue mich unfassbar, dass dieses Spiel vorbei ist. Wie gesagt, ich fand es in den ersten... Warte mal, wir können wenigstens so nett, wie wir sein. So, muss ich manuell durchschalten. Und dann lassen wir es. Nee, ich fand die ersten Folgen, die ersten Folgen dieses neuen Kapitels hier, fand ich in Ordnung. Waren echt, teilweise sogar fast gut. Also, zum Anfang dadurch diesen Keller da oder was es genau war, so eine Mine, das fand ich eigentlich echt gut, aber sobald dann der erste Gegner kam und dann dieser Mopsi und diese Kanaldinger, man hat gemerkt, sie haben wahnsinnig gerne gemacht, so Level Recycling, einfach alles dann nochmal größer und nochmal schneller und schwerer. Und da stehe ich überhaupt nicht drauf, wenn man fünfmal das gleiche machen muss. Und wie gesagt, ihr habt es ja gesehen, am Ende es war ja in dieser Folge noch, ich schneide das alles zusammen, bin ich leicht ausgerastet bei der Szene mit der TUS. Aber jetzt haben wir es durch. Das war also Doorways, das dritte Kapitel. Wie gesagt, die komplette Doorways-Saga, also drei Kapitel, die es bisher gibt, gibt es auf Steam, wenn euch das interessiert. Wenn ihr da kein Geld für ausgeben wollt, was ich gut verstehen kann, dann guckt euch das Let's Play auf dem Kanal hier an. Wie gesagt, auch die ersten zwei Kapitel haben wir gespielt. Und dann mal sehen, was wir mit dem vierten machen, wenn das irgendwann rauskommt, ob wir es auch noch spielen. Vielleicht.
wie gesagt, im Großen und Ganzen war es nicht schlecht. Ich fand bloß diese dritte Episode hat mich zu oft zu sehr aufgeregt. Naja. So, das war's. Das war dieses Übergangs-Horror-Let's Play. Wobei, wenn ich mal nachgerechnet habe, das reicht vielleicht gar nicht. Also eigentlich hatte ich ja geplant, das hier zwischen 4 und dem nächsten Horror-Let's Play zu machen. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wir vermutlich, bis wir mit 4 durch sind, ist wahrscheinlich das andere sogar schon released worden. Ich weiß es nicht. Naja, irgendwann werdet ihr das Let's Play hier jedenfalls sehen. Und hoffe, dass ihr wenigstens ein bisschen Spaß mit hattet. Wir sehen uns dann demnächst wieder auf StanleyTube, hoffe ich. Wie gesagt, an Horrorgames, wenn ihr richtig gute Horrorgames sehen wollt, gibt es einige, haben wir auf dem Kanal. Wir haben die Amnesia-Teile gespielt, die Penumbra-Teile, diverse kleine Indie-Games. Guckt euch doch mal um, was ihr so findet. Und wie gesagt, seid gespannt auf das nächste Horror-Let's Play, das ist, wo ich sehr große Hoffnungen reinsetze in dieses Spiel. Ich verrate immer noch nicht, was es ist. Ihr werdet es bald rausfinden. Ich danke fürs Zugucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.